Herzlich willkommen zurück, ich heiße Bono und heute spielen wir wieder mal ein bisschen Titan Souls. Ich weiß, dass jetzt heute schon wieder kein GTA kommt, aber momentan ist ein bisschen schwierig, Zeit dafür zu finden. Nicht nur, weil ich alleine ein bisschen Stress momentan habe, sondern auch die anderen. Und deswegen, wir versuchen so bald wie möglich mal wieder eine neue Session aufzunehmen. Okay, dann laden wir einfach unseren Speicherstand. 4 getötet. 13 Tode. Oha. Ja, haut mal hin, das haben wir uns beim letzten Mal schon angeguckt. Kann ich da einfach schon rein? Tatsache, ich kann da schon reingehen. Okay, hier ist es dunkel. Hier ist es düster. Hallo, ist hier jemand? Ich kann ja auch schneller rennen, fällt mir gerade ein. Was ist das da? Ist das wieder so ein Speicherpunkt? Das ist ein Aufzug. Das ist ein Aufzug. Ich habe echt keine Ahnung, wie viele Bosse dieses Spiel eigentlich hat. Deswegen auch keine Ahnung, wie viele wir letztendlich besiegen müssen. Ich komme mir gerade ein bisschen verloren vor, weil ich hier einfach nichts finde. Hier geht's runter. Lass einfach mal in eine Richtung atzeln. Wir werden dann schon sehen. Hallo. Oh, das schaut doch. Das schaut doch nach was aus, oder? Aber mich wundert es gerade ein bisschen, weil hier nirgendwo ein Speicherpunkt war. Hier konnte man nirgendwo irgendwie mal safen. Ich habe Angst, dass wenn wir jetzt. Ah, da ist doch einer. Zwei Kreise, das heißt, es gibt hier anscheinend zwei Bosse. Ja, gehen wir einfach mal geradeaus. Doll. Dolle Karte. Doll. Okay, das ist anscheinend so wie die verlorenen Wälder in Ocarina of Time. Wir gehen einfach unten. Das ist das Unwahrscheinlichste. Dann gehen wir halt mal hier rein. Okay, ich habe so das Gefühl, rechts ist definitiv die falsche Richtung. Und hier soll es zwei Bosse geben. Das bedeuten doch die Kreise auf dem Speicherpunkt, oder? Dass es hier zwei Bosse gibt. Okay, das ist was Neues. Links oder oben? Probieren wir mal links. Leute, ich sehe es kommen. Ich hänge die ganze Folge in diesem scheiß Wald fest. Die Spannung steigt schon wieder. Ein neuer Boss. Es ist ein riesiger Pilz. Einfach mal in die Fresse schießen. Wow, Alter, okay. Wow, der hüpft sensationell schnell. Okay, das war jetzt ja natürlich weniger von Erfolg gekrönt. Die Frage ist jetzt nur, ob er mal länger am Boden bleibt, ob wir den wirklich treffen müssen, während er da so lange durch die Gegend hüpft. Und was passiert, wenn uns so giftige Scheiße trifft? Ah, das passiert, wenn uns giftige Scheiße... Ich dachte, man wird nur benommen. Nein, ich hab verfehlt. Wow, Alter, was? Alter, was? Wieder verfehlt. Und jetzt macht er mich platt. Okay, auf ein neues. Komm her, Bro. Wir müssen uns irgendwie mal... Ich brauche mal eine Taktik oder sowas, habe ich das Gefühl. Meine Taktik ist, so wie es aussieht, einfach zu sterben. Alter, ich habe ihn zum ersten Mal erwischt. Okay, oh Mann, ey, der Typ geht mir echt ein bisschen... Vielleicht bringen diese Pilze hier mir Glück, wenn ich mich hier hinstelle. Er dreht aber... Danke, Pilze. Anscheinend bringen die kein Glück. Komisch. Wieso sollten die Pilze auch auf meiner Seite sein und nicht auf der Seite von dem riesigen großen Pilz? Und eine Spore, jawoll, schön. Der mit dem Scheiß. 100 pro von diesen 20 Toten, die wir vorhin gesehen haben, im Speicherstand. Das müssen jetzt 120 sein. Und das nur wegen diesem hässlichen Pilz. Selten so einen Spacko getroffen. Mittlerweile so oft, wie ich da schon reingelaufen bin, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Okay. Vielleicht muss ich auch einfach ganz viel Sporen einsammeln. Das gibt's einfach nicht. Das ist mal... Ja, das war natürlich beabsichtigt. So kann man seine Bosse auch besiegen. So macht man das locker lässig und so macht man das einfach aus dem Handgelenk. Okay, das hat ja jetzt zum Glück nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Die Frage ist jetzt natürlich in diesem verwirrenden Wald, wo ist der andere? Und ist der andere auch so ein hässlicher Scheißpilz? Ah, da ist tatsächlich ein versteckter Weg gewesen. Dieses Spiel. Oh, hier haben wir was. Okay. Hieroglyphen.
Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht bei diesem Stein erst was passiert, wenn wir irgendwas gemacht haben, was auf diesem Stein steht, dass dann hier irgendwas ist. Aber die Frage ist halt, was? Was soll das bedeuten? Ich habe eh die Schnauze gestrichen von diesem Wald voll. Also diese Folge ist echt ein reines Rumgerenne ins Nirgendwo. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mich ein bisschen über das Spiel informieren sollen. Wo die Bosse sind oder so. Ja, Hauptsache, man rennt hier mal eine Viertelstunde lang rum, ey. Da ist ein Speicherpunkt. Und hier gibt es anscheinend 3 Bosse, so wie es ausschaut. 1, 2, 3, ne? Aber lass doch den Boss nicht so weit entfernt sein. Muss man jedes... Oh, da ist eine Höhle. Okay, ich denke mal, hier wird einer drin sein, oder? Das ist wieder ein Aufzug? Das ist wieder ein Aufzug. Junge, wie weit soll man denn bis zu dem Boss laufen? Lava. Natürlich. Ja, das Ding ist halt, wir laufen so weit gerade rum, wenn hier kein Speicherpunkt ist. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Ich laufe einfach mal hier runter. Was ist das? Die Suche nach neuen Bossen. Die Suche nach Gegnern. Wer ist wohl er, ey? Wo sind die Gegners, Freunde? Wo sind die Gegners? Das sieht nach Gegners aus. Und das sieht auch so aus, als würde hier aus diesen Dingern... Oh! Nett! Schaut auch kaum gefährlich aus. Uah. Okay, wir müssen ihn hinten treffen. What the fuck? Okay, aber der ist machbar. Der ist auch machbar. Der ist nicht so scheiße wie der Pilz, glaube ich. Schieß mir den Pfeil einfach mal dahinter. Jetzt lass mich den Pfeil mal schön hinter dich schießen. Oder ich lasse den Pfeil einfach direkt liegen. Lass den jetzt hier liegen und geh hier hin. Alter, es hätte fast geklappt. Es hätte fast geklappt. Es hätte... Habt ihr es gesehen? Es hätte fast geklappt. Frag mich, ob es Leute gibt, die dieses Spiel ohne zu sterben durchgespielt haben. Die lachen mich doch aus. Ich kann den, glaube ich, nur so treffen. Ich kann den nur... Jetzt! Nein! Nein! Habt ihr das... Nein! Jetzt! Komm, Pfeil! Alter, der Pfeil war doch direkt hinter ihm und ich habe ihn geholt. Oh Mann, ey. Pfeil, 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 Pfeil! Der Pfeil ist so nah an ihm! Pfeil! Habt ihr... Was war das? Was war das? Habt ihr das... Wird der Typ immer schneller oder ist es einfach... werd ich immer langsamer? Nein, oh Mann, ey. Das ist doch... Was ist das? Ich muss immer versuchen, hinter ihn zu kommen. Und sobald ich hinter ihm bin, wird er dann irgendwie böse. Und dreht sich. Yo, sauber. Alles klar, danke. Okay, ich muss immer versuchen, hinter ihn zu kommen. Und beim zweiten Mal, glaube ich, wenn ich hinter ihm bin, fängt er an, sich zu drehen. Oder? War das nicht so? Ja. Beim zweiten Mal fängt er an, sich zu drehen und haut mir einfach in die Fresse. Nehm das zurück, der ist mindestens genauso nervig wie dieser scheiß Pilz. Okay, jetzt beim dritten Mal, ich darf nicht so nah an ihn ran. Ich sag's noch, ich sag's noch. Ich darf nicht so nah an ihm ran. Tot. Oh Mann, ey, das, ich war da. Bin ich gerade gebrutzelt worden? Okay, einmal noch und dann dreht er sich. Hol den Pfeil ein bisschen her, hol den Pfeil ein bisschen her, hol den Pfeil ein bisschen her. Hol den, hör auf. Jetzt! Als ob! Als... Der war auf dem Präsentierteller vor mir. Ja. Hätte ich mal einen scheiß Pfeil gehabt, wäre der Typ tot, Mann. Okay, er dreht sich wieder. Jetzt muss ich einfach nur... Ich renne einfach wieder einfach in so eine Ecke vor ihm weg. Und muss hoffen, dass er jetzt wieder... Natürlich diesmal nicht! Warum auch? Ich häng fest. Ich häng. Ich bin tot? Nein. Ich war festgehangen. Ey, diese Chance kriege ich nie wieder. Wieso hat dieser Spaß nur einen Pfeil? 1, 2 und 3. Und dreh dich, und dreh dich. Ich muss viel um ihn rumlaufen, habe ich so das Gefühl. Jetzt komm. Ja! Alter Falter. Da kämpfst du teilweise 5 Minuten mit dem, kömmt sich keine Gelegenheit und dann gleich beim ersten Mal, Alter. Ich glaube, ich hätte echt mehr um den rumlaufen müssen. Leute. Naja gut, das Ganze hat sich jetzt echt ein bisschen hingezogen, weil ich einfach zu schlecht war und zu lange für 2 schäbige Bosse gebraucht habe. Wie gesagt, ich hoffe, demnächst kommt mal wieder was von GTA. Wir bemühen uns. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.